Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem weiteren Unboxing. Juhu! Ja, ich habe nämlich wieder ein Wichtelpaket erhalten. Das hat auch wieder Diana von Buchschwester organisiert. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust mitzumachen und dann kann ich vielleicht einen von euch bewichteln. Ja, das hier ist vorhin bei mir angekommen. Ein Riesenpaket. Es ist auch semi-schwer. Ich würde sagen, ich habe jetzt hier mein Messer. Wir machen das jetzt mal zusammen auf. Ich stelle es hier wieder nach hinten. Pakete und ich werden keine Freunde. Ihr wisst das. So. Nein. Jetzt. Ich habe hier gerade 3000 Krümel gemacht. Wir machen das jetzt wie immer zusammen auf. Ich lasse das Paket hier hinten stehen und greife einfach blind herein. So, das, schätze ich, ist ein Brief von meinem Wichtel. Den lese ich mir gleich in aller Ruhe durch. Aber euch interessiert ja das, was hier drin ist. So, diesmal erkenne ich es als Papier. Verpackungsmaterial, ganz liebevoll. So, was haben wir denn hier? Eine Handvoll Vielfalt. Das sind, wenn ich das jetzt richtig sehe, das riecht aber gut. Badeperlen kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Es ist aber auch immer speziell oder so eine Glückssache, ob jemand eine Badewanne hat oder nicht. So, dann. Made with love. Ganz ehrlich, das kann ich mega gut gebrauchen, wenn ich Produktfotos mache oder wenn ich für den Shop Fotos mache, weil ich ja eigentlich den Großteil davon auch selbst mache. Es ist echt schwer, da reinzugreifen, ohne was zu sehen. Ein Osterhasi bin ich sehr empfänglich für, leider. Dann haben wir noch Osterkugeln, Ostereier, Kugeln. It's golden. Ich glaube, das ist Seife. Das ist Amanita, verseiftes Mandelöl, Shea Butter, Olivenöl, Kokosöl, Traubenkernöl, Rizinusöl, etwas, das ich nicht kenne, Bab, Kesu, Kaolin, Pigmente. Den Rest kann ich leider nicht lesen, aber ich gehe mal davon aus, dass das selbst gemacht ist. Es riecht auch sehr gut. Ich dachte gerade, das sieht aus wie Schokotropfen, aber ich gehe mal davon aus, dass es keine Schokotropfen sind. Ich werde es nicht essen, um es auszuprobieren. So, greifen wir nochmal da rein. Dann haben wir, ich wünsche mir nicht viel, nur endlos viele Bücher. That's true, girl, that's true. Ja, ein kleiner Notiz. Der ist ja richtig cool. Mit Wunschliste. Ob da die Zettel reichen? Sei mal dahingestellt. Bei so vielen Wünschen. Ist was Schweres? Think happy, Blumenliebe. Ah, ich glaube, das ist auch das, was ich die ganze Zeit hier. Warte, was ich die ganze Zeit hier rieche. Die riecht ganz intensiv, aber ich schätze mal nach Blumen. Aber ich kann es euch nicht sagen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es riecht nach Blumen. Ihr wisst, dass ich bei Düften ganz, ganz schlecht bin. So, da ist noch ein Lesezeichen. Das ist richtig schön. Das gefällt mir richtig gut. When I've had enough of reality, I just open a book. That's true, girl. So. Dann, damit hast du definitiv meinen Geschmack getroffen. Ich liebe diese Meeresfrüchte, die sind so unfassbar lecker. Lustige Story, mein Opa hat die nicht gegessen, weil die aussehen wie Muscheln. Und er konnte das dann nicht essen. Aber ich liebe sie abgrundtief. Ganz viel Liebe dafür. So, Papier. Ich würde behaupten, wir kommen jetzt zu dem Part. Das war nämlich jetzt alles, was drin war. Zu dem Part, der euch am meisten interessiert. Oh, guck, wie schön sie die eingepackt hat. Ich persönlich bin ja absolut kein Einpacktalent.
Meine Schwester schickt mir jedes Jahr ein Foto vom Biest, von Schön und das Biest. Da steht nebendran, je weniger Talent, desto mehr Klebeband. Und ich sag mal so, meine Geschenke sehen auch so aus. Ich muss gerade so lachen. Das versteht ihr aber noch nicht, weil ich es euch erklären muss. The Dream of Us von Ivy Kazi. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Steht schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste. Und jetzt habe ich es. Warum ich gelacht habe. Ich habe das Buch an Ostern tatsächlich auch einer lieben Freundin geschenkt. Und ja, da geht es momentan nicht so gut. Und ich dachte, da mache ich ihr eine kleine Freude damit. Und ich habe im ersten Moment aber gedacht, es wäre High Hopes, als ich nur das Rosane hier gesehen habe. Und dachte so, oh nein, ich habe nämlich auch an meinen Wichtel quasi High Hopes verschenkt und habe auch in der Gruppe gesehen, dass ja, das Buch mehrfach verschenkt und gewünscht wurde scheinbar. Oder jemand hat es halt von der Wunschliste runtergepickt. Aber ich freue mich schon sehr, sehr, sehr drauf, dieses Buch zu lesen. Es ist jetzt nicht auf meiner 22 für 22 Liste, deshalb werde ich es vor Juni definitiv nicht lesen, weil ich jetzt im April und im Mai vorhab, halt erstmal meine Challenge-Bücher ein bisschen mehr zu lesen, weil ich das so ein bisschen schleifen lassen habe. Und ja, ich schreibe es mir auf die Liste für den Juni. Erinnert mich vielleicht pro forma nochmal dran. Ja, das war mein Wichtelpaket. Ich fand, jetzt außerhalb vom Buch, glaube ich tatsächlich den Blog am coolsten, weil ich das so noch nie gesehen habe. Und natürlich die Meeresfrüchte. Da macht ihr mir definitiv immer eine Freude damit, auch wenn meine Waage dann immer sagt, lass das bitte. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt gleich das Monsterchen abholen gehen. Und dann geht's für uns auf den Spielplatz und heute Abend mit Crescent City weiter. Dazu werde ich allerdings weder hier auf YouTube noch auf Instagram groß drauf eingehen. Ich werde es im Lesemonat erwähnen, dass ich es gelesen habe und sagen, ob es mir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Aber das war es auch, weil ich einfach nicht möchte, dass jemand vor Juni gespoilert wird. Gut, das war jetzt genug off-topic. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!